Wir gehen zu einer ganz besonderen Sammelleidenschaft jetzt über. Sammeln kann man ja alle möglichen Dinge, wie wir wissen. Auktionieren kann man mittlerweile auch alles Mögliche. Gestern und vorgestern ist der Fußball versteigert worden, mit dem Diego Maradona das berühmteste Handtor der Fußballgeschichte erzielt hat. Und wir haben heute einen ganz besonderen Sammler eingeladen, der hier sein erstes Sammelobjekt schon aufbaut. Es ist das erste von dreien. Deswegen geht er auch gleich jetzt nochmal hinter die Kulissen und holt die anderen beiden Objekte. Er hat nämlich darauf bestanden, dass er die Fahrräder, die er sammelt, persönlich auf die Bühne bringen darf. Sein Name ist Sebastian Fischer. Sie haben ihn gerade schon kurz gesehen. Er ist 1978 geboren, er lebt in Bonn und ist einer der größten Fahrradsammler in Deutschland. Seine Sammlung, wird er uns gleich erzählen, besteht, glaube ich, aus ungefähr 100 Objekten. Und ich schaue mal, da kommt er schon mit dem zweiten Objekt. Sehr vorsichtig, so wie das Sammler auch tun. Bin sehr gespannt. Oh, in Pink, in Mint, nicht in Pink. Das zweite Fahrrad, ein Bianchi-Rad, bauen wir jetzt hier auch auf. Das ist übrigens, Olli, bleib kurz stehen. Das ist übrigens mein Kollege Oliver Bock von Studio ZX, der die ganze Konferenz produziert. Ich finde, er verdient auch einen besonderen Applaus, weil er in den letzten Wochen den ganzen Laden hier auch zusammenhält und heute auch. Also Oliver, vielen Dank. Ja. Soll ich es festhalten, das Rad? Als Radsammler braucht man auch die Ruhe, ne? Also man muss jetzt in aller Ruhe noch das dritte Rad holen. Ich habe mir sagen lassen, werde ich ihn gleich auch dazu befragen, dass diese Räder, die sehen ja eigentlich so Windkanal gestreamt aus, sind sie aber nicht. Interessanterweise, das sind die letzten Generationen, in denen noch nicht im Windkanal getestet wurde. Und Sebastian holt jetzt gerade das dritte Rad auf die Bühne. Hier im Publikum sitzt auch Martine Benet, eine der Mitgründerinnen des Memphis-Studios, die wir gleich noch begrüßen werden. Die werde ich auch nochmal befragen zum Design dieser Räder. So, jetzt haben wir alle drei aufgebaut. Also, du hast alle drei aufgebaut. Herzlich willkommen Hi, nochmal. Dein hallo. Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Sebastian, was sehen wir hier? Primär drei Zeitfahrräder aus den Jahren 1985 bis 1995. Und um da ein bisschen die Bandbreite zu zeigen, also meine Sammelleidenschaft beschränkt sich eben auf diese Zeitfahrräder. Hintergrund ist da geht es eben ganz klar darum, Mensch und Maschine gegen eine Strecke. Ja, also nicht dieses klassische Tour de France. Fahren im Pulk, Windschatten, sondern wirklich ein Mann, ein Rad und dann gib ihm Vollgas. Gehen wir noch mal zu dem Rad Gerne. zuerst. Was macht dieses hier besonders aus? Ja, du hast das eben schon schön gesagt. Man könnte meinen, dass der Windkanal da seinen Beitrag geleistet hat, aber das ist eben genau überhaupt nicht so. Da wurden damals Dinge aus dem Bauch heraus gemacht, wo sich jemand, in dem Fall in Italien, gesagt hat, so um 1985, 1986, das Ding sieht rattenscharf aus und ich denke, das macht den Fahrer schneller. So, diese Räder Tut wurden es nicht, dann, aber es sieht so aus. es ist überhaupt nicht so, das ist der Gag dabei. Die sind irgendwann mal von Sammlern in den Windkanal gebracht worden und hätten die Jungs damals ihr ganz normales Straßenrennrad genommen, wären sie aerodynamisch besser gestellt gewesen als mit sowas. Sahen aber so besser aus. So, Absolut. Und das, jetzt ist ja. das Bianchi hier in Mint. Genau. Ja, auch das ist ein Fall von mentalem Doping. Sieht sehr dynamisch und sehr schmissig aus in dieser wunderschönen Farbe Celeste. Das ist ein eigener Farbcode, den Bianchi da entwickelt hat. Und das ist eins der ersten Räder aus Carbonfasern. Ist es leicht? Nein, die sind alle nicht leicht. Also, Die sind brutalst schwer. total, es ist überhaupt nicht sinnvoll. Sie, Es ist komplett sinnbefreit, ja. naja, das ist ja Das gut. ist so. Deswegen, das ist ja auf der Art Cologne eigentlich ganz schlecht. Ja, das stimmt. Okay, dann gehen wir einmal zum dritten Ja. Rad noch hier rüber. Ja, das repräsentiert ganz klar die 90er Jahre. Das ist von 1992 und was da eben speziell dran ist,
ist dieses Vorderrad. Davon gibt es nur also, vier Stück und das hat das auch einen gewissen, hier. Genau, ja. Das sollte halt, wenn man so ein Scheibenrad vorne fährt, ist das sehr seitenwindempfindlich. So, und das sollte diese Konstruktion lösen, die ist aber auf der einen Seite extrem laut und also... Auch überhaupt nicht sinnvoll. Nein, 0,0. Ja. Das ist einfach nur speziell. Auch schwer oder leicht? Ja, auch schwer. Müssen schöne Räder schwer sein? Nein, nicht unbedingt. Also es gab auch schon Ende der 70er Jahre Räder aus dem Werkstoff Titan, die um die 8 Kilo lagen, was immer noch heutzutage recht respektabel ist. Mittlerweile ist die Technologie so weit, dass das Gewichtslimit bei 6 Kilo liegt. Ja. Ja, also in der Tour de France dürfen keine Räder gefahren werden, die leichter sind. Was ist dein Lieblingsfahrrad von den dreien? Tja, eigentlich alle drei, muss man fairerweise sagen. Aber wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, es fängt an zu brennen und ich muss eins nehmen und muss laufen, ja. Ich glaube, dann würde ich das Bianchi nehmen. Ja, ich glaube, ich auch. Ja. Ja, warum? War viel Arbeit, es aufzubauen. Ja? Ja. Wie geht es? Ja. Also, du hast jetzt das, wie hast du das bekommen? Es war auf eBay Kleinanzeigen, man glaubt es kaum, für einen ganz kleinen Kurs, aber nur Rahmen und Gabel. Was hat es gekostet, weißt du noch? Es war drin für 120 Euro. Wahnsinn. Und ich habe dann, weil ich eben wusste, wie selten es ist, habe ich den Betrag sicherlich sehr großzügig nach oben ausgeweitet. Hab's dann was bekommen. Hast du gezahlt? 500 Euro. 500 Euro. Aber nur Rahmen und Gabel, ne? Sonst nichts. Nichts. So. Wusste der Besitzer, was er da hatte? Ich habe es ihm nachher gesagt. Nach dem Kauf? Ja, nach dem Kauf. So. Und dann leider musste es lackiert werden. Ich bin eigentlich kein Freund davon. Das ist ein Rad, das ist ein Originallack. Ja. Ja, die beiden sind leider neu lackiert, weil auch da, wie bei den Oldtimern, gilt eigentlich Patina, das Rad muss atmen. Nur, ich sag mal, zum Thema Art Cologne, ohne da jetzt, ich sag mal, als langweiliger Radsammler zu wirken, dachte ich, der Designaspekt steht da im Vordergrund. Mhm. Und dann darf es auch mal ein Repaint sein, wie es so schön heißt. Vielleicht gehen wir hier kurz rüber. Wie bist du eigentlich zu dieser Leidenschaft, zu dieser Sammelleidenschaft gekommen? Also ich habe früher selbst Sport gemacht, Triathlon, Duathlon und hatte da immer ein Faible für diese Raddisziplin. Und gerade beim Triathlon war es so, dass die Athleten in der Sportart viel innovativer waren. Mhm. So, die klassischen Radfahrer waren von diesem neumodischen Zeug eher ziemlich abgeturnt. Und die Triathleten waren da viel experimentierfreudiger. Ja, und hab dann einen leichten Schlenker in Richtung Oldtimer mal gemacht, auch eben selbst geschraubt. Der Weg ist das Ziel. Also ich liebe da Dinge eben selbst da mit den Händen zu schaffen. Naja, und irgendwann kommt so das Thema Nachwuchs und Oldtimerei ist dann nicht so schön, weil irgendwo steht es dann in der Garage, Zeitaufwand, lange Rede, kurzer Sinn. Bei den Rädern ist man eben spontaner. So, und dann fing das wieder an. Und stimmt es, dass du im Alter von 16 Jahren das erste wertvollere Fahrrad gekauft hast? Ja, das war von meinem damaligen Sportidol, der in Koblenz gelebt hat, jetzt mittlerweile in Thailand. Und das hat sich so ergeben und das hat mich auch auf einigen Wettkämpfen zu guten Radzeiten befördert. Mhm. Und das habe ich nie verkauft. Egal, ob Oldtimerei oder wie auch immer das Leben Kapriolen schlägt, das habe ich nie verkauft. Was? Also, ich meine, wir sind ja hier auf der Kunstmesse. Wie ist es denn so mit Wertsteigerung? Also wie viele Räder hast du in deiner Sammlung heute? Also mit den knapp 100 hast du schon auf den Punkt gebracht. Davon aufgebaut sind aktuell knapp 60. Und der Rest sind eben diese berühmten Projekte, wo man sich irgendwann bei einem Fläschchen guten Wein die Kisten nimmt, den Rahmen nimmt und anfängt, das zusammenzuschrauben. 40 davon hast du jetzt zu Hause da stehen, die du jederzeit bearbeiten könntest. Ja, die hängen da fröhlich und ich habe Spaß, wenn ich sie beobachten kann. Und das macht dich nicht nervös, dass du denkst, ich muss diese 40 Räder auch noch machen, sondern da freust du dich eher drauf. Nein, die sind ja fix und fertig. Ach, das sind die fertig? Ja, ja. Okay. Ja. Das macht mich eher nervös, die von zu Hause hier hinzubringen. Und Wertsteigerung? Wie ist das? Ja, die ist schon sicherlich da. Also ich bin ja zu dem Thema Kunst und Design auch über meine Eltern recht früh rangeführt worden. So, und wenn man eben über Preisschilder von aktueller Kunst, jetzt nicht natürlich von den Top-Künstlern nachdenkt, da muss man sich mit den Rädern nicht ganz verstecken, um das vielleicht so charmant zu beantworten. Mhm. Kannst du so abstrakt so eine
Größenordnung geben, in wie wir uns da bewegen? Also das preiswerteste, in Anführungsstrichen, Rad bei mir wird sicherlich so um die 2000 Euro liegen und das geht dann eben bis ins Sechsstellige rein. Mhm. Ja. Was macht dann die Top-Objekte aus? Warum sind die dann so? Das Lustige ist, dass das teuerste Objekt habe ich auch nicht hier hingebracht, nicht weil ich der Veranstaltung nicht traue, aber das ist vom Designaspekt eben nicht so herausragend wie die Exponate. Man sieht es aber. Das ist ein hellblaues Cinelli-Rad mit so schwarzen Scheibenrädern. Das läuft da vorbei. Es ist nur eins produziert worden. So, es gibt nur das eine. Blau Mauritius quasi. Also absolut. Okay. Absolut, ja. Und wie hast du das bekommen? Über Instagram. Ich bin kein Freund von Social Media, aber habe irgendwann den Hinweis bekommen, ich sollte doch mal vielleicht einen Account machen, weil let's share it, habe ich gemacht. Und das stand in Japan. Und hat er mich irgendwann angeschrieben und meinte, hey, ich glaube, du bist derjenige, auf den das Rad gewartet hat. Ich sage, okay. Ja, und dann überweist du Geld nach Japan und wartest, bis vielleicht jemand klingelt und sagt, ich habe ein Fahrrad für dich. So. Und er hat das Fahrrad aber nicht persönlich vorbeigemacht, sondern er hat es geschickt. Er hat es geschickt, zwei Boxen und es hat schadenfrei überlebt, zum Glück. Was ist eigentlich das Schöne am Radrennfahren? Das Schöne? Ja. Dir weht der Wind um die Nase und wenn du ein bisschen technische Affinität hast, dann bist du eins mit Maschine und Natur. Mhm. Und ich meine, du wohnst jetzt in Bonn. Du wohnst immer noch in Bonn. Mhm. Ne? Nordrhein-Westfalen und gerade hier die Ecke, so Köln-Bonn, ja. Ist ja auch eine klassische Radrenn- Absolut, sieben oder Radfahrstrecke. Ne? Ja, klar. Was sind denn so die besten Strecken? Wenn du einfach flach mit einem Zeitfahrrad ein bisschen auf Speed gehen möchtest, dann kannst du wunderbar, wie aufpassen, rechtsrheinisch von Köln bis Bonn fahren. Das sind so knapp 100 Kilometer hin und zurück. Ansonsten ab in die Berge. Siebengebirge bietet ohne Ende Möglichkeiten. Mhm. Ja, kannst bis Altenkirchen fahren, also das ist kein Limit. Mhm. Wie bist du eigentlich, also du hast gesagt, Triathleten waren eigentlich so deine ersten Idole. Hast du auch Lieblingsradrennfahrer, also von den Berühmten? Ja, definitiv. Laurent Fignon zum Beispiel. Der verrückte, 80ern. Ja, 80er Jahre, der verrückte Professor. Hab auch eins seiner Räder. Ah ja? Ja, das wird da sicherlich auch gleich mal. Wieso hat man ihn verrückten Professor genannt? Ja, er hat halt seine Nickelbrille. Ne? Und der Haaransatz ist immer weiter nach hinten gegangen. Und hatte immer einen Pferdeschwanz. Und das war so Le Professeur. So wurde er da eben genannt und sehr, sehr cooler Typ. Bernard Hinault, Eddy Merckx, also alle diejenigen, die so ein bisschen Ecken und Kanten hatten, die fand ich immer spannend. Mhm. Jetzt ist als Fan des Radrennsports natürlich auch das Thema Doping taucht natürlich irgendwann auf. Hast du natürlich auch mitbekommen, früh wahrscheinlich. Mhm. Wie schätzt du das eigentlich ein? Wie ist das die Situation heute im Radrennsport? Ganz ehrlich, unverändert. Ah ja? Ja, ich denke nur, dass die Technologie im Bereich Doping weiter ist als die der Dopingfahndung. Das heißt, es wird, glaubst du, genauso gedopt ja. Wie eh und je? Nein, es gibt ja in der Sporo Köln, ist ja eins der größten Labore, um Dopingproben zu untersuchen. Und Die haben auch eines der, ich meine, größten Vorräte an Proben. So, und die sagen auch, wenn wir der Welt mal wirklich viel Romantik nehmen wollen, dann nehmen wir mal die neueste Technologie und nehmen die alten Proben und das will keiner. Weil dann werden, glaube ich, ganz viele Weltrekorde und tolle Erfolge zunichte gemacht. Mhm. So, und ich glaube, solange es Spitzensport gibt, wird es auch leider Gottes Doping geben. Und ist es im Radsport eben, wie in der Leichtathletik, auch eben besonders verlockend, weil es da eben um Ausdauer geht? Ja. Sehr stark, ne? Ja. Aber ich beschränke mich auf das mentale Doping. Manche Fahrer hat das ja schneller gemacht früher, ohne die Spritze. Das wollte ich gerade fragen. Nämlich das Interessante ist ja offenbar die Psychologie vom Design der Räder hat offenbar auch die Sportler Absolut. Besser gemacht oder zumindest motivierter. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Alleine der Sound von diesen Scheibenrädern, weil bei jeder... Können wir den eigentlich hören, wenn jetzt... Leider nicht, das geht leider nicht. Weil mit jeder Pedalumdrehung hast du wirklich ein relativ lautes Geräusch und das treibt dich halt an. Ja, so, und das hat schon einen sehr motivierenden Faktor. Und wenn man eben weiß, dass man auf einem Rad sitzt, was einfach richtig cool aussieht. Wenn du dir jetzt erträumen dürftest, was mit deiner Radsammlung passieren sollte,
Wo wäre die schön mal zu sehen? Besorg mir eine schöne Bühne, Schrägstrich ein Museum, und ich würde sie sehr gerne für unbestimmte Zeit dorthin stellen, weil es ist nicht so, dass mir das nur alleine Freude macht, da bei einem guten Gläschen Wein die Räder zu beobachten, sondern ich glaube, dass auch andere Menschen viel Spaß an diesen technischen Spezialitäten haben. Vielleicht auch Leute, die mit Rennrädern überhaupt nichts am Hut haben. Klar, es ist grün, es ist nachhaltig. Zum Thema auch Wertanlage oder wie ist die Wertentwicklung. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird in Zukunft zunehmen. Ja, also generell Vintage-Rennräder haben, ob das vom Studenten ist, der sagt, ich kaufe mir jetzt 150 Euro ein Peugeot-Rennrad, was einfach total cool ist aus den 70ern, so, der hat ja auch Bock auf sowas. Weil er sagt, wow, sieht gut aus, ist eine Skulptur. Bewegst du dich in deinem normalen Alltag eigentlich auch auf dem Rad? Leider zu selten. Da bin ich doch den weltlichen Dingen eher nicht abgeneigt. Ja. Jetzt packst du die Räder ja nachher wieder ein, also ja. Dürfen sie leider nicht hier behalten. Ne? Also im Gegensatz zu den wunderschönen Blumen muss ich leider sagen, die Räder nehme ich dann doch wieder mit. Und stehen die dann, also stehen 100 Räder bei dir zu Hause? Nein. Also ich habe in der Etage oben, wo die Radzone ist, ansonsten würde ich, glaube ich, sehr viel Ärger daheim bekommen, da habe ich Möglichkeit, 50 Räder auszustellen für mich selbst. Okay, wow. Und kann man sich das eigentlich auch anschauen? Also könnte ich mich bei dir melden? Und du hast ja meine Nummer. Ja, ich schon, aber ich frage jetzt fürs Publikum. Ich meine, ich kann die Nummer auch vorlesen, aber das ist, könnte man sich bei dir melden, wenn man jetzt denkt, ich würde mir gerne mal diese Sammlung anschauen? Also ich glaube, im ersten Step gerne auf Instagram sich das angucken. Und okay, wenn man mich da kontaktiert und sagt, Mensch, ich habe da wirklich Lust zu, ich habe da einen Zugang zu, dann habe ich da auch keinen Stress mit, mal zu sagen, okay, lass uns mal einen Termin ausmachen. Wenn jetzt die ein oder andere jetzt gerade darüber nachdenkt, Mensch, ich habe da auch noch so ein altes Peugeot-Rad zu Hause stehen, wie bietet man das am besten an? Über eBay, hast du gesagt, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, ja. Oder soll man sich direkt bei dir melden? Also ich sag mal, wenn man es auf eBay stellt, bin ich hoffentlich jemand, der manchmal mit Schlaflosigkeit gesegnet ist, der es dann auch als erster entdeckt. Ist es so, dass du nachts dann... Ja. Ist wirklich so. Ja. Klar, weil du hast einerseits auch die Zeitverschiebung, und wenn gerade in den Staaten irgendwelche neue Angebote reinkommen, die Kunst liegt im Einkauf, ne? Wie das immer so ist. So, und wenn du da der Erste bist, dann kannst ein gutes Rad entdecken, aber ich muss fairerweise sagen, das ist viel, viel weniger geworden. So, und wie gesagt, über Instagram schreiben mich eben Leute an und sagen, hey, guck mal, ich habe da was gefunden. So, und wenn ich ihnen sage, ich habe kein Interesse, bin ich aber auch so ehrlich und sage, unter dem Wert solltest du es nicht verkaufen. Das passt nicht. Sehr gut, wir schauen jetzt alle mal zu Hause in unseren Keller nach, ob wir noch alte Peugeot-Räder finden. Das sind jetzt, was sehen wir da jetzt eigentlich? Das ist dieses besagte Schild, was du erwähnt hast. Genau. Und das ist das von Laurent Fognon. Ah ja, genau, vom Professor. Vom Professor, genau. Sebastian, bring deine Räder bitte wieder heil nach Hause. Das werde ich tun. Wir arbeiten jetzt mal daran, dass daraus eine richtige Ausstellung wird und dass wir die mal in einer kulturellen Institution sehen. Vielen Dank, dass du sie vorbeigebracht hast. Weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Und dass du mit deinem Werkzeug hier auch vorbeigekommen bist. Alles klar. Sebastian Fischer. Vielen Dank. Danke. Ciao. Dir. Tschüss.